Hallöchen, willkommen zum 10. Part von Journey of Life. Mit eurem Nowbody natürlich. Und ja, ich war ein bisschen fleißig gewesen. Wie ihr da sehen könnt, es liegen einige Steine im Fenster, sind auch schon ein paar rausgefallen. Baumstämme habe ich auch ein bisschen schon aufgefüllt, auch ein paar Bretter hergestellt, die da so rumlagen. Die habe ich mal ein bisschen gestapelt, dass das alles ein bisschen schicker aussieht. Ja, das Werkzeug, das liegt hier rum, weil der Tisch halt einfach rappelvoll ist. Ich hatte mir das irgendwann mal runtergenommen, um die Sachen halt zu holen. Man sieht es, leicht überfüllt der Tisch. Dann konnte ich nicht mehr da drauflegen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Tonziegeln an. Die brauchen wir ja, um die Schmiede da fertigzustellen. Da sind mal welche. Zap. Mehr können wir jetzt eh gerade nicht tragen. Und ja, haben wir das nächste Problem. Wir brauchen einen Hammer. Ohne den Hammer können wir nichts bauen. Wo ist er denn? Begraben unter den ganzen Steinen. Da ist er. So. Gehen wir mal hier rüber und hämmern das Teil zusammen. Da sollte ich ja jetzt wohl mehr als genug Sachen für haben. Jetzt aber. Achso, haben wir kein Steinchen mehr. Ich denke gerade, warum geht es denn nicht weiter? So. Gucken wir mal, da habe ich auch schon ein paar übersehen. Ich meine, ich habe genau die 18 Stück hergestellt von den Tonziegeln. So, 1, 2, 3, 4, ja. Letzten 8, okay, passt. Dann haben wir die schon mal hier bearbeitet. Brauchen wir nur noch 10 Kalksteine. Vom Boden verschwinden wollte ich sagen, aber okay. Voll. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja. Naja, wir werden es ja sehen. Die Glut glüht schon, okay. Aber hier konnten wir nichts upgraden. Kalkstein zu viel sogar im Inventar gehabt, aber nicht so schlimm. Wir nehmen jetzt erstmal die hier vorm Fenster auf, damit es wieder ordentlich einigermaßen aussieht. Weil wir müssen ja noch ja unsere Hütte hier, die Schmiede selber bauen dann auch. Da können wir hier mal weiter hämmern direkt. Alle direkt wieder verballert, okay. Hier kommen wir nicht dran. Ja. Viele Steine produzieren und das Gefühl, wir kommen nicht wirklich weit. Okay, so, Fundamente sind fertig. So viele liegen da nicht mehr rum. Da müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall machen wir den Eingang, ja. Muss ich echt gerade überlegen, wo wir denn die Tür reinmachen. Ja, warum die Tür machen wir hier? Also, T war Baumenü. Wände sind da, aus Stein bitte. Eine Tür wollten wir, so. Ja, ja. Achso. Die Pillar fehlen hier wieder. So, zap, zap, zap. Ohne die geht nichts. Noch einmal Tür, dann machen wir.
Sorry. Hier direkt ein Fenster. Sagen. Zwei normale Wände. Irgendwo müssen wir ja auch alles hinstellen. Hier kommt auf jeden Fall wieder ein Fenster hin. Da noch eins. Gucken wir mal da noch eins und hier eine normale Wand. Aber hier habe ich jetzt bewusst gerade... Holla, runtergefallen. Auch nichts hingestellt. Weil wir ja wegen einer kleinen Veranda noch am Überlegen waren. Den Brecher dann hinstellen oder ob wir den einfach damit dran anschließen an die Energiegewinnung. Da bin ich mir jetzt gerade noch nicht so hundertprozentig sicher. Dann brauchen wir dann auch wieder ein Windrad, Verbindungsteil und den Brecher selber. Ich wüsste jetzt auch noch nicht, wie wir das hier schön hinstellen können. Müssen wir mal schauen. Erstmal können wir ja hier die Wände schon mal zusammenzimmern. Haben wir ja auch schon ein bisschen was zu tun. Da können wir noch mitnehmen. Erst die Pille. Ohne die geht ja nichts. Zwei Stück brauchen die. Eine Wand braucht vier. Braucht denn die Tür? Okay, die scheint alles vier zu brauchen. Wir haben nur drei. Den Pillar noch. So, Inventar wieder voll. Ja, so mega weit werden wir nicht kommen. Achso, ja. Er ist wieder da. Okay, normale braucht 5. Setze jetzt noch keine Tür rein, weil wir die Scharniere ja noch nicht haben. Müssen wir nicht die ganze Zeit durch den Blueprint laufen, wie wir das hier schon machen. Ja. Ein paar Steine haben wir noch. Also hier unten das Grundgerüst werden wir wohl hinkriegen. Was ein Pillar. Ein Kalkstein fehlt wieder. Haben wieder Durst und Hunger, sehe ich gerade. Der Tisch wird langsam frei. Dann können wir gleich wieder die Werkzeuge draufnehmen. Ups. So. Die ist fertig. Erst die Pille. Den hatten wir. Wieder noch drei Steine jetzt dann. Okay. So, dann hätten wir das soweit fertig. Bin ich gerade am Überlegen. Bisschen schon, wie wir die Sachen hier reinstellen. Also einen richtigen Plan habe ich gerade noch nicht, ehrlich gesagt. Naja, müssen wir mal gucken. Wenn wir hier eine Veranda dran machen. So was, die Axt haben wir noch drin. Macht er jetzt nicht, dann setzen wir sie auf 1. Gehen mal eben einen Kaki-Baum umschmeißen. Wir haben nämlich Hunger und Durst. Das müssen wir jetzt mal eben zuerst machen. Geht ja zum Glück schnell. Oh, fallen aber einige Kakis diesmal runter. Ziehen wir uns direkt mal alle rein. Ich wollte sagen, eine ist doch noch hier weggerollt.
Der ist genau direkt. Ist der Magen auch gut gefüllt. Der Durst ist sowieso nie ein Problem damit. Ups, da müssen wir hin. Schon fast zu weit hier laufen. So, können wir die Sachen noch wieder rausschmeißen. Okay, gucken wir mal, ob wir schon was auf dem Tisch ablegen können. Genau da liegen die Steine noch. Egal. Legen wir das mal auf den Bogen jetzt hier drauf. Axt, Spitzhacke brauchen wir ja gerade nicht. Und die Schaufel hier. So. Was sind wir dann? Also Clay. Okay. Ein bisschen Clay noch rumliegen. So, ja, genau, ich wollte noch gucken, von der Stellfläche wird das Windrad hier so ein Fundament braucht. Ah, hier sieht man ja auch den Strich. Genau, hier ist die Kante. Ah, steht jetzt mittig auf 2, okay. Ja, also ein Fundament braucht das. Da den Zerkleinerer nachher anschließen. Aber ist halt die Frage, wie setzen wir es am besten um? Dass es halbwegs vernünftig aussieht. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie sich das dann da alles dran setzt von den Zahnrädern her. Eine Idee habe ich schon. Da bin mir noch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Wenn man jetzt zwei, wir können das ja mal. Blueprint kostet ja nichts. Und den wollen wir aus Gold. Müssen wir mal eben hier rein. Sonst kommen wir da nämlich nicht hoch. Sieht nichts aus, so ein Viererteil, ne? Das sieht echt nichts aus. Zwei wieder weg. Wenn wir die da hätten und dann 10, 2 Meter Bretter brauchen wir. Ah, sind sogar hochgekommen, sehr cool. Aber wir können auch schon mal Steintür setzen, bevor es irgendwie später nicht geht oder so. Ja, hat er gemacht. Wieder. Irgendwie bei Nacht scheinen wir Probleme zu haben, wenn Gewitter da ist. Vorher hatten wir ja bei Nacht keine Probleme. Ist auch interessant, dass das Gewitter immer noch da ist. Haben wir jetzt schon einige Tage in Begleitung und auch am nächsten Tag. Er will einfach nicht wegziehen. So, müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Dann machen wir mal den Blueprint von so einem Zerkleinerer. Weiß nicht, an durch die, durch das Fenster, okay. Stationen, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, der Zerkleinerer? Fehlt uns noch ein bisschen Clay, gerade Stück haben wir genug, Faserseiler. Eisenzahnräder weiß ich gar nicht, wie viele wir schon gemacht haben, ehrlich gesagt. Ach, verkehrt. 8 gerader Stock, 2 Faserseile. 6 und 10er. Haben wir auf jeden Fall genug. Stellen wir schnell 2 Seile her. Dann können wir das schon mal
brauchen den Hammer. So, schon mal draufhämmern. Aber jetzt als nächstes Clay, glaube ich. Ne? Ja. 7 Clay, aber so viel haben wir nicht mehr. Wir haben nur die 2, da müssen wir unsere Schaufel nochmal eben nehmen. Schaufel auch auswählen. Nummer 2. Gehen wir eben weg, sonst sehen wir nichts. Da ist doch so ein Felsen, habe ich auch richtig gesehen. Können wir eben ein bisschen Clay noch abbauen. Nutzt ja alles nichts. Ich mache direkt mal mehr, falls wir noch mehr für das Teil brauchen. Oder für irgendeine andere Sache. Dann haben wir es direkt. Ich glaube bei 18 müsste da gleich Schluss sein. Das war zumindest. Also, ja, Tool ist broken. Okay. Dann nehmen wir halt die 14 mit. Reicht ja jetzt sowieso, um den fertigzustellen. Ne? Das, was den Clay angeht. Zehn Eisenzahnräder. Und man ist ja sogar direkt fertig. Weiß man den Clay nochmal hier hin, was wir übrig haben. Eisenzahnräder hatten wir ja schon ein paar gemacht. 1, 2, 3. 4 Stück haben wir, okay. Natürlich noch ein paar jetzt. Ja, das ist doof. Haben wir denn so eine Gussform noch? Nee, natürlich nicht, ne? Ja. Muss man noch mal so eine Gussform herstellen. Ja, zum Glück haben wir direkt mehr mitgenommen. Gar nicht reichen, fällt mir gerade ein. Muss man noch eine direkt herstellen. Muss man auch unseren Feueranzünder, der hier irgendwo begraben liegt, mitnehmen. Da. Weil wir ein Feuer hier neu anmachen müssen. Naja, nicht Busch abarbeiten. Ich wollte halt die Birke haben. So, Feueranzünder. Einmal Feuer machen. Da. So. Macht der beide jetzt, okay. Mal gucken, ob das funktioniert. Sieht nicht so aus. So ist besser. Dann müssen wir hier die Busform. Tun wir mal ein bisschen Stücke da als Brennholz rein. Oh, hat er noch einen gebraucht, okay. Und ich meine, ich habe hier noch Eisen drin. Ja, genau. Wert. So, dann Nummer 3. Ah, ne, hatten wir noch, okay. Einmal anmachen. Dampft direkt. Sich da rein. Hallo? Was ist denn hier los? Ah ne, wir müssen es erst brechen. Ne? Ich vergaß. Meine ich zumindest. Nehmen wir mal den Hammer hin. Ja, genau. Erst zerbrechen. Schön, aber einen Schritt nach dem anderen, ne? Wie es im echten Leben auch ist. Da waren wir jetzt schon wieder zu schnell gewesen. Ich meine, in jedem anderen Spiel hätten wir das jetzt Eisen da reinschmeißen können und der hätte was gemacht. Aber nicht hier.
jetzt, ja. Dann mal die mal alle aufheben. Jetzt sollte es auch funktionieren. Jawohl. Zap. 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 Bringen wir dann auch noch da rein. Oh, scheint so. Nee. Okay, 5 Stück scheint Maximum zu sein. Dann lassen wir die mal kurz kochen. Die Schaufel war ja gebrochen. Wahrscheinlich kann man die ja nicht wieder gerade machen, wenn die was. Nein. Macht er nicht. Was sagt denn unser Hammer? Oh ja, den müssen wir mal reparieren. Ah ne, Hammer schon. Ach, nicht drauf fahren. So. Einmal schleifen. Ja, immer schön dran denken, ein bisschen länger schleifen zu lassen, wie die Animation. Ist auch voll. Mal gucken, ob wir. Ja, den können wir hier reparieren. Machen wir das doch mal direkt. Ganz wichtiges Gerät hier. Muss man nochmal ein bisschen nachschleifen. Passt. So, die sollten jetzt auch fertig sein. Ja, sehr gut. Jetzt mal hier den Deckel aufmachen. Kommen wir nicht so weit. So. Dann können wir die ja hier drauflegen. Glühenden Klumpen. Bisschen drauf rumhauen nochmal. Ich hoffe, das reicht dann auch, um die letzten Zahnräder herzustellen. Die Hütte fertig auf jeden Fall jetzt in dem Part. Da muss ja eigentlich schon noch ein Dach drauf, weil wir so viel trockenes Rasenstück, das sollte wohl locker reichen. Ist auch gebacken. Dann können wir dich auch wieder aus. Ah, nee. Nee. Das war wieder zu schnell. Das war wieder clever von mir. Escape in der Folge, ey. So, nochmal anmachen. 2 Eisen damit zum Raptor. Pro Zahnrad. Brauchen ja 6 Stück waren es, glaube ich. Da ist die Anzeige, ja, 6 Stück noch. Ach. Hat war verkehrt gewesen. Och, ist jetzt. Oder habe ich hier falsche Gussform da hingetan? Müssen wir jetzt mal drauf achten. Ne, unser Eisen scheint weg zu sein. Oh Mann, ey. Läuft ja wieder Bombe. Da noch Aluminium haben wir auch eben bekommen, okay. Wenn du nicht einmal aufpasst, ne, ist wieder direkt alles zu spät. Dann setzen wir eben das Dach hier drauf. Was da? Okay. Achso, wir haben das falsche Stück da ausgewählt. So, das brauchen wir. Nochmal machen. Gehen wir uns ein bisschen. Oh, wie viel haben wir denn? 77, ey.
alter Falter. Ich glaube, das reicht dicke, um das Dach hier fertig zu machen. Aber wir brauchen auch 2 Meter Bretter noch. Hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Das hat ja sowas von dicke gereicht. Gut, dass wir vorhin noch Bretter hergestellt haben, beziehungsweise als ich Materialien gesammelt habe. Erstmal hier den trockenen Rasen wieder rausschmeißen. Der nimmt ja nur den ganzen Inventarplatz hier weg. Ja, und dann spackt er hier noch rum. Zahnräder können wir eigentlich schon mitnehmen. Die wollen schon mal da reinhämmern. Stück fehlen noch. Aber das Eisen reicht so gerade dafür. Trotz unserem kleinen Malheur, das da passiert ist. 2 Meter. So, jetzt haben wir 2. Oh, brauchte der 2 oder 4? 3 für 1. Ich weiß schon nicht mehr. Wir nehmen einfach mal mit, würde ich sagen. Ein bisschen mehr, wie wir gebraucht haben, aber nicht schlimm. Wir haben auch hier noch was zu tun. Also 6 Bretter noch. Dann haben wir auch die 2 Fundamente fertig. Nach der Gussform hier, die müsste jetzt ja kaputt gehen. Genau. Gut, dass wir noch eine gemacht haben. Ach, jetzt können wir wieder rausnehmen. Und warum hat er denn eben nicht gemacht? Dann fehlt nur noch ein Zahnrad. Ja, so macht der Deckel jetzt wieder zu. Das kriegen wir ja locker dann mit dem restlichen Eisen hier hin. Wenn es da nicht runterfällt. Was ist das denn jetzt? Das liegt aber auch so komisch. Das schmeiße ich auch nochmal eben neu rein. Ja, jetzt haben wir eins im Inventar rumfliegen. Müssen wir mal eben damit bei. So. 1 fehlt noch. So. Zap. Steht das auch schon. Wahrscheinlich ist es auch fertig schon. Genau. Jetzt können wir das Feuer aber ausmachen. Also wir gucken zu niedrig. So. Feuer aus. Ein Zahnrad da reinhämmern und fertig ist das Teil. Nehmen wir dich mal mit. Ja. Problem, was wir nämlich jetzt haben, dass das Ding genau verkehrt rum rausguckt dann. Ich muss mir was überlegen. Weil ich schon eine Idee habe. Dafür nehmen wir uns jetzt einfach mal drüben die Windmühle weg. Brauchen wir ja da im Moment nicht wirklich. Einfach mal zu Testzwecken. Hängen wir da fest.
mir schon gedacht, brauchen wir erst noch so einen Verbinder. Aber das soll ja nicht das Problem sein. Nehmen wir doch den so lange. Hinstellen. Jetzt bin ich mal gespannt. Guck mal, den stellt er so schräg da dran. Sehr cool. Ja, cool. Er ist ja mega. Dann kommt man hier raus und seine Steinchen hier reinschmeißen. Er scheint aber noch nicht genug Power zu haben. Da müssen wir eine andere Übersetzung machen. So wie es aussieht. Und dann fallen halt die Stückchen hier direkt raus. Und dann kann man hier drin schön weiterwirken. Ja doch, gefällt mir. Gefällt mir äußerst gut. So, jetzt machen wir die letzte Wand hier noch fertig. 4 Kalksteine. Die haben wir ja noch locker hier. 3, 4. Haben die Steine ja sogar doch für die Steinhütte komplett gereicht. Finde ich schon mal mega. Zap, die Tür auch fertig. Machen wir noch mal eben das Geländer vom Blueprint her. Da haben wir es. Nee. Ich hätte ich. Obwohl. Was machen wir denn hier? Haben wir hier das gleiche wie drüben? Oder machen wir das? Ups. Runtergefallen. Ich weiß es gerade nicht, ne? Aber wir machen mal das Gleiche. Brauchen wir dafür 5 Meter, 5 mal 1 Meter Bretter. 15, 20 Stück. Schauen wir mal schnell, wie viele wir da haben. So viele sind es wohl nicht. Ah, nee, das sind die. 8 Stück haben wir. Die wollten wir nicht. Können wir hier wieder drauflegen. Dann können wir aber direkt nochmal welche herstellen lassen. Jetzt haben wir 4, 6, 8, 10, 12. Ich glaube, dann reicht es auch aus. Hinkriegen das Geländer. Schon sind die Bretter ausgegangen, okay. Ach ja. Da sind schon die nächsten. Macht er glaube ich noch. Müsste er uns genau auch automatisch reinschmeißen. Macht er. Ja, sollten wir. Ah. Super getroffen gerade. Ich mich jetzt nicht vertan habe, auch hinkommen. Hey. Ich habe mich vertan. Anzeige. Vase gerade. Hier 1 Meter Bretter noch. Bin ich so vertan gerade? Ah ne, guck mal. Erst noch welche machen. Da sind sie. War ja doch alles richtig. So, nehmen wir den hier auch noch fertig. Tada! Cool, also heißt, wir müssen noch ein Windrad demnächst bauen. Irgendwie von den Zahnrädern noch was, dass der hier genug Übersetzungskraft hat. So rum. Dass er die Steinchen auch zermahlen kann. Dann ist die Schmiede an sich ja auch schon fertig. Müssen wir nur noch beziehen. Das können wir ja dann im nächsten Part machen. Und dann
Ja, gucken, dass wir noch das Windkraftwerk wieder hier hinkriegen, die Windmühle so rum. Windkraftwerk, ja. Und nochmal so ein Zahnrädchen. Naja, haben wir wieder ein bisschen was zu tun für den nächsten Part. Von daher würde ich sagen, haut da rein. Wir sehen uns. Euer Nowbody. Ciao, ciao.